Hallo ihr Lieben, ich war mal wieder einkaufen und zwar im Aldi. Ich wollte eigentlich viel mehr kaufen. Aber frischen Grünkohl zum Beispiel habe ich nicht gekriegt. Ich wollte frischen Grünkohl mit Bettenden und Kasper machen. Ja, leider keinen frischen Grünkohl im Moment noch nicht zu kriegen. Dann wollte ich Möhren mit Hackfleisch machen, also Möhren untereinander mit Hackfleisch bzw. mit Frikadellen. Hackfleisch habe ich gekriegt, Möhren hatten die auch keine Ahnung. So, Vegetta hatten sie auch nicht, also irgendwie habe ich nur die Hälfte gekriegt. Dafür habe ich wenig Geld ausgegeben. Also verhältnismäßig wenig. Ich habe mal hier den Zettel. Ja, so. Insgesamt habe ich 53,63 ausgegeben. Das ist ja nicht zu viel. So, ich fange an mit den Sachen, die schnell in den Kühlschrank müssen. Das heißt, ich habe hier Hackfleisch. Das sind 500 Gramm Hackfleisch. Gemischtes Hackfleisch. Für 3,99 €. Ich muss mich immer dahinter verstecken, damit er das schön klar macht. So. Das werde ich gleich wegtun. Wo ich mich gefreut habe, was die hatten, ist hier bayerische Leberkäse. Oh, zeige ich mal in die Kamera. Der ist super, der schmeckt auch geil. Entschuldigung, der schmeckt auch lecker. Hat 3,99 € gekostet und 405 Gramm drin. Das ist ganz prima, das ist super lecker für mich. Dann habe ich gekauft Emmentaler, weil wir essen ganz gern diesen Emmentaler hier auf dem Brot für 2,59 €. Und dann habe ich noch gekauft Sahne. So, da war eine Sahne mit 30% rabattiert. Also Sahne. Und die andere leider nicht. Dafür hält die andere aber bis zum 18. steht da drauf. Genau. Und die hier hält nur bis zum 14. Naja, gut. Muss die halt verbraucht werden, ne? Die zuerst verbrauchen, dafür war die halt ein bisschen billiger. Die hat 1,95 € gekostet und die hat 2,79 € gekostet. Dann habe ich mir noch ein paar Wellenschnitt-Pommes geholt. Sind auch eigentlich immer lecker für 1,79 €. Da ist ein Kilo drin. Da habe ich ein bisschen Spaß. Und für den Leberkäse, da habe ich gedacht, naja, weil ich mir sowieso immer hole, hier die leckeren Brötchen zum Aufbacken. Die sind super, die kosten 2,29 €. Die kommen einfach in den Backofen für 12 Minuten, 12, 13 Minuten. Und dann sind die fantastisch. So, das war's. Das werde ich jetzt mal eben schnell wegpacken und dann machen wir in Ruhe weiter. So, das hab ich jetzt schnell weggepackt. Das ist immer so ein Problem. Ich habe leider nur einen Kühlschrank mit zwei Kühltruhenfächer, so kleine Schubladen. Da passt halt nichts rein. Ne? Und da ist ja immer irgendwas drin und dann muss ich halt gucken. So. Warum ich jetzt schon wieder so ein Foodhaul mache, also so ein Einkaufsvideo, ist folgendes. Ich habe mich am 26. August diesen Jahres, also 24, selbstständig gemacht. Und ja, und ich habe halt nicht so viele Aufrufe auf meinem Video. Und da ich transparent sein will, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kriege mehr Aufrufe auf meinen Videos, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil deswegen habe ich auch Gewerbe angemeldet. Das ist auch mit Arbeit verbunden und Arbeit sollte auch bezahlt werden. Da habe ich aber keinen Einfluss drauf, weil das bestimmt ihr, ob ihr da drauf klickt oder nicht. Und scheinbar interessiert das nicht so viele. Und ich habe irgendwie so 300, 400 Aufrufe auf den Videos. Das ist ein bisschen wenig. Dann gibt es für mich nur noch eine Möglichkeit. Ich muss mehr Videos machen. Normalerweise habe ich immer ein Video veröffentlicht am Donnerstag und eins am Sonntag. Ich werde jetzt montags immer einkaufen gehen. Das heißt, dienstags kommt das Foodhaul-Video. Dann donnerstags, wie gehabt, ein Kochvideo. Und samstags, anstelle von sonntags, kommt dann noch ein Kochvideo. Ich muss mal gucken. Ich muss das halt kompensieren mit mehr Videos. So, dazu Erklärung. Wen das nicht interessiert von meinen Zuschauern, von meinen Abonnenten, ja, tut mir leid, ihr müsst das ja auch nicht gucken. Ne? Wenn ihr das nicht gucken wollt, dann guckt ihr das nicht. Und wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr das interessant findet, dann freue ich mich und dann sehen wir uns. Gut, dann habe ich von meiner Frau wieder hier so. Moment. Jeweils so Tabletten geholt, also Vitamintabletten. Das sind jetzt keine Tabletten, wo man irgendwie so Vitamintabletten, so Vitamin-Brausetabletten ist einmal Vitamin C, einmal Magnesium und einmal Multivitamin. Die macht sich da gerne so ein Drink draus. Also die filtert in eine Flasche, macht so ein paar Tabletten da rein und ja, trinkt das. Da kostet 1,50 Cent. Sie wollte immer, nicht immer, aber sie wollte jetzt zwei Stück. Von jeder Farbe habe ich hier geholt.
Ja, dann wollte ich, eigentlich trinke ich gerne Coca-Cola Light. Also wirklich von Coca-Cola Light. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich nicht so viel Zucker zu mir nehme. Hat sie aber wieder nicht. Haben die jetzt im Aldi, also ich war ja im Aldi, haben die im Aldi echt selten jetzt. Ja, habe ich halt die Ripper Cola geholt. Ja. Die Ripper Cola kosten 6 Stück 3,90, also pro Ding, pro Flasche 65 Cent. Und da sind 1,5 Liter, wenn ich das hier, ja genau, 1,5 Liter drin. Das habe ich mir groß zum Trinken. Dann habe ich Kartoffeln gekauft. Ich hatte das mal so. Kartoffel für 1,89. Okay, ist verkehrt. So, für 1,89, so ein Sack. Da sind 2,5 Kilo drin. Vorwiegend festkochende Kartoffel. Wunderbar, kann man immer im Haus haben. Immer immer toll. Meine Frau mag ja auch gerne diese Reiswaffeln. Ja, die kosten 1,99, also ein Paket 1,99. Aber die mag die halt gerne und ja, wenn man gerne isst, das soll man auch haben. Dann habe ich Brot geholt und zwar unterschiedliches Brot. Wir mögen halt dieses, entweder dieses Vital Fit oder das Mehrkorn. Kostet jeweils 1,29 für 500 Gramm. Ich finde, das schmeckt recht lecker und das ist auch recht schnell weg. Dann Haferflocken. Also ich habe gedacht, also gerade ich, meine Frau ja weniger oder dann und wann mal, ich esse Haferflocken mit Milch, tue ein bisschen Kakao noch drüber für den Geschmack. Da habe ich mir zarte Haferflocken geholt, ein Paket 79 Cent. Das ist eigentlich relativ billig für 500 Gramm, also je 500 Gramm. Und damit das ein bisschen fruchtiger wird, habe ich mir noch so Trockenfrüchte geholt. Also einmal Datteln, dann einmal Feigen und Aprikosen. Außerdem noch Sultaninen. Die Sultaninen kosten 1,19 Euro. Für 250 Gramm. Die Früchte kosten jeweils 2,39 und da sind auch 250 Gramm drin. Die wollte ich halt mit den Haferflocken zusammen essen oder vielleicht dann noch mal so ein bisschen wegmischen. Fossile habe ich gestern die letzten verbraucht. Das sind halt die Aldi-Nudeln. 79 Cent für 500 Gramm. Ich meine, da kann man mal ja nichts verkehren. Dann hatte ich kein Backpapier mehr. Ich hole mir normalerweise immer so eine Rolle, wo ich abschneide. Aber hatten sie nicht. Die hatten halt dieses Backpapier. Backpapier. Wenn ich das umdrehe, kann ich das doch lesen. Backpapierzuschnitte. 30 Stück. Ich hoffe mal, dass die auf meinem Blech passen und nicht zu klein sind. Aber die haben gekostet 95 Cent. Eins, also für 60 Stück noch keine 2 Euro. 1,90 Euro. Finde ich wunderbar. Die mag ich sowieso gerne. Dann und wann gönne ich mir halt so ein Täfelchen Schokolade, Nussknacker, 99 Cent eine. Also die habe ich beim letzten Mal schon empfohlen und ich finde die immer noch fantastisch. Schmecken einfach super. Küchenrollen, verwende ich eigentlich auch immer. Jetzt verkehrt rum. Ja. Küchenrollen verwende ich auch immer, das sind 4 Stück für 2,85. Und Duschgel. Duschgel habe ich mir geholt für 65. Na, Duschgel habe ich mir geholt für 65 Cent. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. 400 Milliliter drin. Ich verwende das ganz gern. Ich brauche nichts Besonderes. So, mit dem Gehacktes. Ich hatte ja bei dem letzten Food Haul auch dieses Gehacktes geholt. Ich weiß gar nicht mehr, ob Rind oder auch gemischt. Und da habe ich einen Kommentar bekommen, dass alles gekauft wird, nur kein Gehacktes. Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe mir extra eine Küchenmaschine bestellt. Die sollte eigentlich schon vorige Woche gekommen sein, ist aber noch nicht da. Da kann ich einen Fleischwolf dran anbauen und kann mir Gehacktes selber machen. Würde ich dann auch tun, wenn die Küchenmaschine endlich da ist. Ich habe zwar eine Küchenmaschine, also so ein Rührgerät, da kann ich drin rühren. Und ich habe auch einen Mixer und ich habe auch so eine Schneidemaschine. Aber das sind drei Maschinen, die nehmen ziemlich viel Platz weg und meine Küche ist recht klein.
Und die Maschine ersetzt alle drei, plus Fleischwolf, und man kann auch alles mögliche andere daran anbauen. Sobald ich die habe, werdet ihr die in den Videos sehen und ich stelle die dann auch so ein bisschen vor. Die habe ich mir selber gekauft, das ist kein Sponsoring oder sowas. Ja, so. Das war mein Foodhole. Habe ich eigentlich alles erzählt? Ja, ich denke, ich habe alles erzählt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr zuguckt, aber wenn nicht, bin ich auch nicht böse. Und ja, wenn ihr das gar nicht sehen wollt, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht überlege ich mir das dann nochmal und mache vielleicht ein anderes Video, noch ein Kochvideo. Aber irgendwie so viele Kochvideos, es gibt schon so viele Kochvideos auf YouTube. So, ich quatsche jetzt noch ein bisschen, weil ich möchte gerne 8 Minuten zusammenkriegen, ich bin ehrlich. Dann kann auch in dem Video noch ein bisschen Werbung eingespielt werden. Ich meine, warum soll YouTube immer das ganze Geld einstecken? Ist doch schön, wenn ich auch ein bisschen kriege. Ich habe im August, als ich angefangen habe, im ersten Monat 140 und jetzt für September ist die Prognose, also da steht immer so geschätzter Umsatz, irgendwie 257 und für den Oktober bin ich jetzt irgendwie bei 73 Euro und wir haben ja heute schon den 14. Was haben wir denn heute? Heute ist der, muss doch irgendwo auf der Rechnung stehen hier, ja, 14.10. Heute ist schon der 14. und ich habe gerade mal so 20 Euro da drauf. Das ist Umsatz, ne? Das ist ja noch kein Gewinn und schon gar nicht Gewinn nach Steuern. Also da bleibt da nicht viel übrig und deswegen muss ich halt bald gucken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja, ich bin offen mit den Zahlen, mir ist dann eigentlich wurscht. Meine Frau geht arbeiten, ich bin Hausmann seit September. Ich koche und ich mache Videos und ich muss gucken, dass ich auch die Kasse so ein bisschen aufbessere, weil sonst... Ja, meine Frau schmeißt mich nicht raus, aber ist doch schön, wenn ich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ja, das ist jetzt kein Hobby mehr, weil ich halt ein Gewerbe habe und weil ich jetzt ein Unternehmen habe. Ich bin jetzt Unternehmer, oh mein Gott. Und ja, okay, das war's eigentlich. Was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Morgen kommt das Video, morgen ist Dienstag, am 15. dann kommt das Video raus und wir sehen uns beim nächsten Kochvideo. So, wenn ihr wollt. Also, bis dann. Und tschüss.